Es fehlen noch 5 Steine. Und an denen wird es jetzt hapern. Uiuiui. Ach, stimmt, die sind ja da oben drinne. Hoffe ich zumindest. Wie schon gesagt, Steine sind jetzt Mangelware. Okay. Hier sind auch keine. Was jetzt halt nicht passieren darf, ist, dass es neblig wird. So, 8 Hammer. Okay. Da können wir uns jetzt schon mal die Wasserdestillationsanlage uns holen. Die sind ja alle hier kontrolliert schon, die Autos. Bis zu der Kurve vorne. Heieiei. Sammelei. Okay, darunter gehen wir auch gleich nochmal gucken. So. Wir haben alles. Fünfundvierzig Minuten. Können wir hinbekommen. Interactive. Da fehlt jetzt bestimmt. Ja, unser Eimer ist weg. Also müssen wir mal gucken, ob wir einen neuen bauen können. Und ein Component, okay. So, da. Craft yourself. Dauert ohne Dreiviertelstunde. Okay. Okay, wir nehmen das Auto bestimmt dann da vorne. Da bringe ich nämlich gleich mal das Rad an. Was 100% hat. Ich bin erstaunt. Hühnchen. Mem. Okay, ich muss den Motor doch noch mitnehmen. Zündkerze, Batterie fehlt auch. Aber jetzt gucken wir erstmal kurz hier runter. Wir haben ja auch ein schönes Hütchen. Vielleicht finden wir hier was Schönes. Okay, ist schon mal nichts drinne.
Okay, sogar hier, das hätten wir als. Essen mitnehmen. Okay, die kann man nicht öffnen. Was haben wir hier? Sewing Kit. Rex. Schrotmunition. Okay, zu den Turm wollte ich jetzt oder so mal hingehen. Das Gute ist, man kann die Sachen ja kurz ins Auto einlagern. Okay, ich gehe doch gleich zum Turm. Im Laufschritt. Vielleicht finden wir ja was Tolles, ich weiß es gar nicht. Finden wir da was Feines? Jetzt nur nichts brechen. Spannung. Eine Schrotflinte. Yeah, war zwei weitere Slots. So, erstmal ganz kurz. Unsere vier Schuss, die wir haben, reinladen. Fünf Schuss, Entschuldigung. Okay, ist mal schon was Feines. Und natürlich jetzt zieht hier der Nebel auf. Demzufolge werden wir warten. Weil wir würden jetzt sonst viel zu viel guten Stuff verlieren. Wirklich guten Stuff. Schrotflinte, ein Eimer, bisschen was von jedem. Ich riskiere es mal einfach. Aufgrund dessen sind wir aufgewacht. Nein, ich riskiere den Schuss jetzt nicht. Okay. Glück gehabt.
Okay, haben wir mal einen kleinen Überblick. Da ist das Motel. Da ist unsere Behausung. Und da waren wir schon mal ganz kurz. Auf den Feldern waren wir auch. Wo wir noch nicht waren, war da hinten. Aber wir sind erstmal gerade voll. Ich muss zu den See runter. Wasser auffüllen. Und hoffen, dass wir uns dann Wasser destillieren können. Da brauchen wir nämlich dann die Dosen nicht mehr mitnehmen. Tut mir leid, Bier. Bleib liegen. Ich habe keinen Platz. Der arme Bär, der sollte doch nicht sterben. Fill the bottle. Unsafe water. So. Wenn ich dich wiederfinde, nehme ich dich mit. Es sei denn, du bist dahin komplett weg. Ja. Also bis jetzt einwandfrei. Alles einwandfrei. Bis auf jetzt das mit den Bären. Das war jetzt nicht geplant. Eigentlich dürfte ja was Interessantes drin sein bei denen. Wenn die das schon bewachen. Nicht mal Hühnchen. Da. Ich habe aber noch keinen einzigen Firestarter gefunden. Interactive. Matches. Die kann man sich ja aus Holzkohle. Aber warum? Wie kriegt man Holzkohle? B war's. Alles klar.
Ein Kühlschrank. Chicken Cop. Okay, schade. Dass mir ja keine. Mann, Mann, Mann. Wie stellt man Holzkohle her? Eigentlich muss ich jetzt eigentlich noch einen Locker bauen. Ein Locker. Da brauchen wir noch ein Scrap Metal und ein davon und dann brauchen wir so Federn. Inventory. 45 Minuten. 45 Minuten für vier Bretter. Gut, allerdings haben wir dann einen ordentlichen neuen Locker. Einen neuen Spind, wo wir jetzt wirklich nur das Essen reinpacken. Und halt immer mal eins mit haben. Und Medikamente reinpacken. Halt hier wirklich nur die Bauutensilien und Federn, Zucker, Fermenting Alkohol, okay. Haben wir hier noch was? Auf jeden Fall haben wir hier Schrotmunition, die laden wir gleich mal durch. Okay, 7 Schuss. 7 Schuss, die uns das Leben retten können. So, trinken, essen. Okay, das sind halt keine Bandagen, das sind die Racks. Ich wollte auch das hier reinpacken. Ordnung ist das halbe Leben. So, dann gehen wir weiter für der Erkundungstour. Die Munition haue ich doch mal raus. Sicher ist sicher. Säge. Vielleicht brauchen wir sie ja mal. Okay, wie sieht's aus? Hungerdurst ist relativ im grünen Bereich. Und ich muss selber erstmal was trinken. Es tut mir leid, dass das jetzt gerade in der Aufnahme passieren muss, aber es muss halt sein. So, da bin ich auch schon wieder, ohne zu muten. Wir gehen jetzt weiter hier lang. Wir haben ja jetzt jedes Vehikel auf der Straße kontrolliert. Wir nehmen das Auto auf jeden Fall. Zwecks dann. Der Motor ist ja hier noch drinne. Nochmal schnell gucken. Hier hat man ja die Werkbank gemopst. Hier haben wir sogar noch eine Autobatterie. Nehmen wir gleich mal mit.
Schade, dass wir die nicht. Ach doch, können wir auch bewegen. Okay, die hat 100%. Switchen wir einfach mal. Hallo. Dankeschön. Ach ja, ich habe es ausgewählt. Inventar. Lege ich mal lieber auf die 2. Gut. Hallo Maus. Hallo Maus. So, dann bringen wir mal die 2 Sachen oder 3 Sachen sogar gleich am Auto an. Engine. Weil sobald wir dann das Auto haben, können wir uns auch mit dem Auto bewegen. Fehlt noch eine Zündkerze und 2 Reifen. Ist Abend. Ist halt wirklich schade, dass man sich keinen Fire Starter Kit bauen kann. Was ja dann eher so ans Survival erinnern würde. Ich schaue nochmal hier durch. Nicht, dass ich was übersehen habe. Wood. Plant Fiber Up. Nein. Nein. Treatment. Ich könnte halt noch nicht mal den zubereiten. Ach Mann, schlimm. Okay, dann gucken wir nochmal, dass wir vielleicht. Haben sie 5, 12, 13 Stunden? Noch nicht. Erstmal schnell was essen. Und trinken. Nicht, dass wir komplett drauf gehen, das wäre ja schlimm. Haben wir es wenigstens gleich Tag. Gut, da kommen wir jetzt weiter. Zwar ohne Essen und Trinken unterwegs, aber das macht jetzt nichts. Wir werden sicherlich noch was finden. Gegen etwaige Bären können wir uns wehren. Mit der Pumpe in der Hand. Das ist so schön. Oh. Der schöne Sonnenaufgang.
Ich nehme gleich mal den Rad, das Rad mit hier. Und ich muss doch noch die ganzen, zumindest bloß vorne kontrollieren, nicht, dass da noch eine Zündkerze zufälligerweise drin ist. Nein. Weil wenn da eine Zündkerze drin ist, können wir die ja mitnehmen. Für unser Auto. Da ist ein Motor drin, allerdings ein wenig kaputt. Aber das macht ja nichts. Geht denn jetzt die Sonne auf? Da. Okay, bis hier vorne haben wir ja alle schon kontrolliert. Zumindest die Kofferräume. Leer, komplett leer gelutscht. Zündkerzen mit 21%, ja, die nehmen wir mal mit. Hat jetzt gar nicht geguckt, was unsere Autobatterie hatte. Schlimm. Okay, das Häuschen gucken wir uns an. Solange wir reinkommen. Inventare, die sind alle zwei bei 100%, okay. Hallo, ist hier jemand? Noch weiteres? Icon-Test. Man merkt, es ist Early Access, aber vollkommen okay. Ho, ho. Okay, hier müssen wir später nochmal hin, weil wir haben ja jetzt gerade noch etwas Platz. Wir suchen ja eigentlich eher gerade mehr so die Streichhölzer.